und herzlich willkommen zu meiner Kritik zu Der Hobbit, eine unerwartete Reise. Mein lieber Frodo, du hast mich einmal gefragt, ob ich dir alle Geschichten über meine Abenteuer erzählt hätte. Ich bin stets bei der Wahrheit geblieben, aber ich habe dir nicht alles erzählt. Bilbo Beutlin, ich suche jemanden, der mit in ein Abenteuer zieht. Ich kann mich nicht einfach so ins Blaue aufmachen. Ich bin ein Beutlin, wartet, aus Beutelsend. Bilbo, darf ich vorstellen? Fili, Kili, Oin, Gloin, Gwalin, Balin. Bifur, Bofur, Bombur. Dori, Nori, Ori. Und unser Anführer, Thorin Eichenschild. Die Nebelberge weit, zu Höhlen tief aus alter Zeit. Und dort, wo knisternd im Gehölz erwacht ein Brand von Winden angefacht, zum Himmel rot die Flamme lot, Bergwald befackelt hell die Nacht. Ich kann nicht für seine Sicherheit garantieren. Ich verstehe. Noch werde ich für sein Schicksal verantwortlich sein. Wenn du wieder da bist, wirst du viel zu erzählen haben. Versprichst du mir, dass ich wiederkomme? Nein. Und wenn doch, wirst du ein anderer sein. Mein Name ist Bilbo Beutlin. Beutlin? Was ist ein Beutlin? Mein Schatz. Ich weiß, ich bin kein richtiger Kritiker, aber ich schaue Filme so unheimlich gerne und ich will meine Meinung und meine Bewertung dazu abgeben und das zusammen ist eigentlich schon eine Kritik, deswegen habe ich mir gedacht, ich mache das einfach mal. Und bei dieser allerersten Kritik gibt es auch schon einen wunderbaren, unheimlich guten Film und zwar Der Hobbit, eine unerwartete Reise. Der Regisseur ist Peter Jackson, der auch die ersten drei Herr-der-Ringe-Teile gemacht hat und an sich fand ich diese Filme auch schon total wunderbar. Und der Hobbit setzt dem Ganzen nochmal eins drauf. Er erzählt die Vorgeschichte von Bilbo Beutlin und ist der Film zum Buch Der Hobbit von J.R.R. Tolkien. Das Buch kam in den 1930ern raus. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Es ist also schon sehr, sehr alt für solche Fantasy-Verhältnisse. Und der Film fängt storymäßig damit an, dass Bilbo Beutlin in seinem Arbeitszimmer sitzt und sein Buch hin und zurück schreibt. Damit anfängt zu schreiben und dann an seinem 111. Geburtstag und dann kommt auch noch Frodo rein, der dann die Post reinbringt und dann will er Gandalf überraschen, der dann auch nochmal kommt und da kaufen sich auch schon die ersten beiden, die Filme Der Hobbit und Herr der Ringe, der erste Teil und dann fängt die Erzählung an und dann wird man auch zurückgewendet, der junge Bilbo Beutlin, wundervoll von Martin Freeman gespielt, sitzt auf einer Bank und passt seine Pfeife und dann kommt Gandalf noch dazu und der ganze Film fängt an mit den Zwergenabenteuern. Sie wollen das Zwergenheim in einem riesigen Berg retten, das von einem Drachen befallen war und Der Hobbit, eine unerwartete Reise, erzählt den größten Teil der Reise dorthin und halt die Invasion vom Drachen quasi. Und das ist eigentlich schon das Wichtigste, was ihr über die Story wissen müsst. Gollum kommt auch noch einmal vor und der Ring kommt vor und die Story ist einfach wunderbar gemacht und super gespielt. Der Cast ist fantastisch. Die 48 Bilder pro Sekunde sind richtig toll. Es waren im Kinofilm in der Regel 24 Bilder pro Sekunde, also Frames. Und nun sind es 48 oder 60, also das Doppelte der Bilder, die man pro einer Sekunde sieht. Und das macht das Bild um einige schärfer, flüssiger und realistischer. Und ich finde das wunderbar. Das 3D lohnt sich wie in keinem anderen Film, vor allem weil es als Stilmittel dezent eingesetzt wird, nicht nur zurück oder vorgeht, sondern beides und manchmal auch nur ganz angenehm im Hintergrund schwelgt und es ist nicht so extrem, und bei den Landschaftsbildern kommt es einfach fantastisch rüber. Die Effekte von denen brauche ich erst gar nicht anfangen, sie sind keine Transformers, aber ansonsten auch super erstklassig und
es gibt eigentlich absolut gar nichts an dem Film zu meckern. Die Musik ist herrlich, die Lieder der Zwerge sind fantastisch und man kriegt schon eine Gänsehaut davon und man merkt, wie das Herz langsamer oder schneller schlägt, je nachdem, wie es bei den Menschen ist. Und ich könnte mich da jetzt noch ewig reinreden. Der Hobbit, eine unerwartete Reise, ist der erste von ganzen drei Filmen zu so einem kleinen Buch, aber das hat auch seinen gewissen Sinn, weil in einer Szene, ich glaube, so viel kann ich spoilern, kommen Steinriesen vor, die ganze Berge sind in annähernd menschlicher Form, die sich dann da kloppen und diese Szene geht knapp fünf Minuten und jetzt kann man natürlich sagen, was bringt das zur Story bei? Gar nicht, aber es ist einfach nur so unheimlich episch und schön gemacht bei Regen, dieser epische Kampf der Berge einfach. Und sowas, ich finde, da kann man sich gar nicht beschweren, dass das irgendwie zur Story beiträgt. Wieso muss das denn zur Story beiträgen? Es ist einfach episch und schön und sowas braucht ein Film halt auch mal. Ein Film muss sich nicht nur stur an die Story richten, er kann auch mal ein bisschen abschwelgen und das macht dieser Film einfach. Er geht richtig schön ins Detail. Außerdem, soweit ich weiß, werden in den nächsten Teilen auch nochmal ein paar Legenden aus den anderen Büchern über Mittelerde, über diese ganze Herr der Ringe-Fiktion vorkommen. Und einfach das macht diese Filme so genial. Und der Film, der Hobbit, eine unerwartete Reise, bekommt von mir 100 von 100 möglichen Punkten, weil er einfach nur grandios und fantastisch ist und meiner Meinung nach einer der besten, wenn nicht der beste Film ist. Das liegt nicht nur daran, weil ich ein großer Film- und Fantasy-Fan bin. Auch jeder andere normale Film und Hobbit und einfach jeder Mensch, der halbwegs Geschmack hat, wird diesen Film einfach nur lieben. Und Fans oder Herr der Ringe-Fans werden diesen Film vergöttern, so wie ich. Also, ich hoffe, euch hat diese kleine Kritik gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen hoch. Wenn nicht, dann gebt einen Daumen runter. Wenn ihr noch irgendwelche Vorschläge habt oder irgendwelche Kritik zu mir, dann schreibt sie doch in die Kommentare. Ich würde mich darüber freuen, weil daraus lerne ich, was ich verändern kann. Das war's von mir für heute und ciao.